Servus, ihr Tabak- und Pfeifengenießer und Genussmenschen hier auf YouTube. Heute machen wir wieder Sonntagsratscherei, gell? Letzten schönen Tage noch ausnützen. Nächste Woche soll ja das Wetter wieder umschlagen. Und eher regnerisch, schauen wir mal. Gell? Ja, was rauche ich denn da aus meiner schönen Automange? Habe ich da einen Tabak? Da muss ich was dazu erzählen zu dem Tabak. War vor eineinhalb Wochen, war das ungefähr, hat mich ein Pfeifenfreund aus Münster, der gerade in Bayern Urlaub macht, war nicht weit weg von mir, ganz spontan bei mir vorbeikommen und hat mir eine Dose Tabak geschenkt, gell, und eine Flasche Bier. Aus Münster. Und dieser Tabakträber ist ja auch in Münster. Und habe mich riesig gefreut, gell? Nochmal auf diesen Weg. Vielen, vielen Dank. Und den habe ich da gerade in meiner Pfeife. Und zwar heißt der Tabakträber Unik. Und da sind dann Virginian, Burley, Black Cavendish und dann ist der fermentiert mit Pflaumensaft ist da im Perigno reingekommen, gell? Also eine Klasse, klar, ist ein aromatisierter Tabak, aber nicht zu stark. Die Pflaume kommt durch, klar. Man dran riecht, unwahrscheinlich herrlicher Duft, gell? Die Pflaume kommt sofort, der Perique auch. Ich zeige euch mal das Tabaksbild, ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Ein wunderbarer Tabak, habe ich in der Form so noch nicht geraucht. Mild. Toller Raumduft. Der glimmt schön gleichmäßig runter, der Tabak. Absolut Anfänger geeignet, gell? Einfach ein toller Tabak, gell? Vielen Dank nochmal und auch für die Flasche Bier, aber die Flasche Bier, die stelle ich mal beim Biertesten vor. Habt ihr schon gesehen, ich habe mir Oktoberfestbier eingeschenkt. Nehmen wir mal einen Schluck, wenn wir schon nicht aufs Oktoberfest kennen, dann trinken wir das Bier daheim. Prost auf euch. Ein bisschen was grün tun wir heute auch. Ich habe mal überlegt, ich mache so ein Schweinefilet mit Bacon ummantelt, schmeiße ich auf den Grill jetzt dann drauf. Und die macht Spätzle dazu, da halte ich dann auch mal ein bisschen Kamera hin. Ja, und dann gibt es dann so also eine schöne Soße dazu mit Speck, Champignon, braune Champignon. Ja. Ich denke mal, es kann eine gute Geschichte werden. Ja, heute Abend wissen wir dann mehr, wie es mit der Wahl ausgeht. Bin echt gespannt, weil so spannend war es schon lange nicht mehr. Aber egal, wer es jetzt macht, ich denke mal, unsere Kanzlerin, die wird ihre Neujahrsansprache noch halten, auf alle Fälle, weil das wird eine Zeit dauern, bis sie die da zusammenraffen geht, wer mit wem. Aber ich will jetzt gar nicht mehr drüber reden und genieße jetzt da mein Bierchen. Kümmere mich ein bisschen um mein Fleisch, gell? Ah, wunderbar. Ein paar Züge machen von meiner Pfeife. Einen schönen Tag genießen. Ich will ein bisschen salzen, aber vorsichtig mit dem Salz, weil der Speck ist sehr gewürzt. Mmh.
daher. Versuchen da mal. Schön vorsichtig. Das fixiere ich jetzt dann noch ein bisschen mit Zahnstocher. Dann geht es rauf auf den Grill. So, jetzt haben wir es auf dem Grill. Indirekte Zone, also nur linker, rechter Brenner an. Und ich möchte auf so eine Kerntemperatur, ja, ich sage mal vielleicht so 75 Grad kommen. Ja, Temperatur mache ich maximal 100 Grad. Schauen wir mal, wie lange das braucht. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Ja, und währenddessen, bis da alles so schön vor sich hinbrutzelt, machen wir wieder ein paar Züge von meiner Pfeife. Trinken einen Schluck, Osterfrech. Ah, nicht mehr lange, da ist ja der 9. Oktober, wenn es ein Pfeifentreffen geht. Auf das freue ich mich schon riesig. Viele Leute, die was ich bisher noch gar nicht gekannt habe, dann auch endlich einmal kennenlerne. Ja, also, ja, wie gesagt, ich freue mich. Gell. Bestimmt wieder ein Riesengaudi. Ja, die Evi ist in der Küche beschäftigt, die macht ihre selber gemachten Spätzle. Und dann machen wir noch so einen Schwammerlschoss dazu. Gell. Und da hilft ihr natürlich auch mit den Spätzle da aus dem Finger weg, das kann sie am besten. Aber jetzt genieße ich jetzt noch ein paar Züge von meiner Pfeife gern. Waren jetzt knapp 2 Stunden auf 150 Grad. Jetzt lasse ich noch 10 Minuten drin, drehe noch ein bisschen auf 200, dann passt es. Ja, jetzt schneiden wir das einmal an. Ach, das schaut hervorragend aus, schaut mal noch. Ich mache es eher ein bisschen durch, nicht so rosa. Ich will es mal probieren. Also, probieren wir es. Das schaut einmal schon mal sehr gut aus, oder? Was sagt ihr dazu? So, und jetzt wird genossen hier. Die Soße. Der Evi, ihre selber gemachten Spätzle. Gurkensalat aus dem Garten. Einfach ein Gedicht. Thank you.
genossen jetzt beim Probieren. Jetzt gehe ich rein und tue mit der Hefe essen. Also bis gleich. Puh, jetzt sind wir voll. Die Hefe und die Bauch hat hervorragend geschmeckt. Ich glaube, das hat man ja gesehen am Teller. Also, es war ein 1A das Gericht, kann ich nur empfehlen. Jetzt zur Nachspeise gibt es einen schönen Grappa, den habe ich schon mal vorgestellt. Das ist zurzeit eigentlich unser Lieblingsgrappa. Ja, dann zur Verdauung. Die Evi ist gerade drin. Evi, Prost! Prost, mein Schatz! Ja, also nicht, dass sie meinen, sie trinken da allein. Also, Prost auf euch! Wunderbarer Grappa. Der war in Tennessee Whiskyfässern gelagert. Ja, klasse, gell? Und jetzt habe ich die Pfeife gewechselt. Tag. Sind wir noch der gleiche geblieben. Treber und Nick. Das ist die Deckner Poker, eine ungefilterte. So, und da kommt der Tabak noch ein bisschen intensiver durch. Klar, ein Filter, der saugt was weg, brauchen wir nicht drin. Aber klasse Tabak, schön leicht. Ja, dann werde ich die Zigarette einmal bestellen. Ja. Ich und die werden jetzt noch ein bisschen gemütlich auf der Terrasse draußen sitzen, Abend genießen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Die Sonntagsratscherei. Und jetzt bin ich schon gespannt auf heute Abend, gell? Wenn ich dann vor dem Fernseher sitzen, wie viele von euch. Und mir den Wahlausgang anschauen, gell? Das war's, macht es gut. Ich wünsche euch eine gute Woche, stressfreie. Und sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern.